Hallo meine Lieben, ja, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir werden heute gemeinsam eine Liebesnachricht machen von deinem Herzensmenschen an dich. Schau bitte, ob du in Resonanz damit gehst, denn das ist eine allgemeine Legung. Ich werde heute das Engel der Liebe-Orakel und die Herzenfühlen-Karte nehmen und auch das Tarot. So, dann schauen wir mal, was in der Liebesnachricht ja vorkommt, welche Nachricht. Also, hier sind schon mal die Träume gefallen und die Engel der Liebe-Orakelkarte. So. Gib deiner Beziehung eine Chance. Ja, also hier geht es um eine Liebesnachricht, wo es einfach darum geht, dass dein Herzensmensch ja durch Träume, also sehr viel träumt über euch beide, über dich träumt, ja, Tagträume, aber auch nachts kommt es immer wieder hoch und dadurch natürlich auch nochmal der Gedanke deines Herzensmenschen, ob eure Beziehung nochmal eine Chance verdient habt, ja. Also beziehungsweise, dass ihr nochmal an eurer Beziehung arbeitet, sei es, ihr seid in einer Beziehung, dass ihr nochmal gemeinsam kommuniziert, wirklich nochmal versucht, die Triggerpunkte zu sehen, dass es sich einfach wieder verstärkt in eurer Verbindung oder aber ihr seid auseinander und da besteht einfach der Wunsch, dass man es nochmal hier dieser Beziehung eine Chance gibt. Genau so gesagt. Ja, dann schauen wir mal mit dem Tarot, was da noch kommen möchte, was in der Liebesnachricht an dich hier noch vorkommt. Wir haben hier den Stern, die 9 der Kelche, die Sonne, die 7 der Kelche. Wow, die 10 der Münzen. Und hier ist noch eine gefallen. Und die Königin der Schwerter. Und dazu nehme ich auch noch eine Klärungskarte auf den Stern und auf die 7 der Kelche. Auf den Stern bitte eine Klärungskarte. Es sind zwei gefallen. Die 7 der Münzen und die Mäßigkeit und auf die 7 der Kelche. Die 10 der Kelche. Ja, und an der Unterseite sehe ich gerade noch die zwei der Schwerter. Also, was ich hier wahrnehme in der Liebesnachricht an dich, ja, also der Wunsch deines Herzensmenschen besteht, dass man wirklich eurer Beziehung nochmal eine Chance gibt, weil einfach die Träume sehr präsent sind, die Gedanken an dich sehr präsent sind, ja. Ich habe hier auch die Heilungskarte. Egal, was bei euch beiden passiert ist, hier geht es um das Thema Heilung, ja. Irgendetwas ist hier passiert, was euch getriggert hat, wo euch ein bisschen auseinander entfernt hat, ja. Und hier geht es einfach auch darum, gemeinsam in die Heilung zu gehen. Aber ich sehe hier auch so ein bisschen eine Wartekarte. Und natürlich auch geht es vor allem darum, dass man jetzt auch schaut, was erntet man, nee, sät man für Samen, damit es eben auch zu einer fruchtbaren Ernte in der Zukunft kommt. Das heißt auch wirklich, was ich hier wahrnehme, ist, dass es jetzt hier auch darum geht, der Wunsch nach offener Kommunikation gemeinsam in die Heilung zu gehen. Weil hier ist auch die Wunscherfüllung und die Sonne deines Herzens. Menschen gefallen. Ja, also hier besteht wirklich auch der große Wunsch, dass man nochmal diese Beziehung aufblühen lassen möchte, weil hier bist du schon auch gerade die Sonne über der Königin der Stäbe. Hier bist du schon auch ein Sonnenschein, ja, der so ein, sage ich mal, ein Gefühl von Zuhause, von Frieden, von Glück irgendwie auch deinem Herzensmenschen gibt, ja. Und auch hier mit der Königin der Stäbe wirkst du zurzeit auch sehr anziehend auf deinen Herzensmenschen, ja. Sehr vielleicht auch kreativ, charismatisch, einfach eine Person, die man gerne im eigenen Umfeld auch gerne haben möchte, ja, die sehr anziehend wirkt. Und wir haben hier die 7 der Kelche mit den 10 der Kelchen. Ja, hier haben wir auch zweimal sogar die 10er-Karten. Also das ist das Einzige, was ich hier einfach jetzt nochmal wahrgenommen habe, sind die zwei der Schwerter, die lege ich hier auch nochmal raus. Und zwar, was ich hier wahrnehme, ist mit den 10 der Kelchen und den 7 der Kelchen, ja. Kommt es mir auch ein bisschen so vor, hat man diesen Mut, auch dieses volle Glück zu leben, ja? Da wägt
man noch so ein bisschen ab mit den 7 der Kelchen. Möchte man den Weg A gehen oder den Weg B? Ja, hier sind noch mehrere Optionen irgendwie. Geht man dieses Risiko, in Anführungsstrichen Risiko, ein und lässt sich da wirklich auf dieses volle Glück ein, weil das Potenzial liegt hier einfach auch aus Sicht deines Herzensmenschen bei euch, ja. Aber irgendwie auch ist hier eine kleine Blockade. Das heißt, man weiß es nicht so 100% noch nicht, weil hier noch die Augenbinde ist. Was aber wiederum auch aus den Themen herauskommen kann, alte Triggerpunkte, alte Kindheitsthemen, ja, dass so vielleicht auch etwas Enges sehr ängstlich werden kann oder Angst auch verbreitet. Grundsätzlich ist das hier ein sehr gutes Kartenbild, ja, Wunscherfüllung, auch der Wille, der Beziehung nochmal eine Chance zu geben, je nachdem, in welcher Konstellation ihr seid, vielleicht oder überhaupt der Beziehung eine Chance zu geben, vielleicht habt ihr euch auch erst kennengelernt, vielleicht seid ihr in einer Verbindung, die gerade nicht ganz so gut läuft oder ihr seid auseinander, es kann, wie gesagt, in jeder Konstellation sein, ja, aber primär sehe ich hier einfach auch, dass du sehr präsent gerade in den Träumen und Gedanken deines Herzensmenschen bist. Ich möchte gerne nochmal zum Abschluss nochmal so ein paar Schack-Spezano-Liebeskarten nehmen, was die uns noch zu sagen haben in Bezug auf ja, die Liebesnachricht. Vielleicht geben die uns da auch nochmal ein paar Hinweise. So, wir haben hier die Deillusionierung, die Unersättlichkeit, okay. Und hier noch bitte eine Karte. Und das Lachen. So. Ja, das ist sehr interessant. Also, was ich hier wahrnehme, ist ja, dass dein Herzensmensch tatsächlich irgendwie auch innerlich denkt, dass du ihn anders wahrnehmen kannst. Sag ich mal, anders wahrnehmen könntest, wenn ihr euch wieder näher kommt, so nach dem Motto, dass du ihn vielleicht erstmal in einem viel besseren Licht siehst, aber er irgendwie Angst hat, die Maske könnte fallen und du würdest dann irgendwie alle Fehler auf einmal entdecken, ja, mit der ersten Karte. Und auch mit der Unersättlichkeit, was ich hier tatsächlich wahrnehme. Wir haben ja hier auch so ein bisschen mehrere Optionen gesehen. Ist es sehr interessant, weil ich hier in dieser Verbindung auch irgendwie einen Selbstwertmangel wahrnehme. Das heißt, Unersättlichkeit mit der ersten Karte ist, dass dein Herzensmensch vielleicht auch dazu neigt, sich dort mal ein Kompliment abzuholen, dort mal eine schöne Nacht abzuholen oder dort einen Kuss, ja, je nachdem, wie es jetzt bei euch ist, um sich einfach selber aufzuwerten, weil ich hier auch innen drinne bei deinem Herzensmensch so einen Selbstwertmangel feststelle, so nach dem Motto, man muss sich das vielleicht selber auch zeigen, dass man, sag ich mal, viel Wert hat, vom Außen herausgeholt, hereingeholt, um, sag ich mal, sich nicht mit seinen Schwächen konfrontieren zu müssen, ja, um eben diesen Beweis immer von außen zu bekommen. Und aber was ich hier eben auch schön finde, ist das Lachen. Also, wir haben hier das Thema Lachen und mit dir, und das bestätigt ja auch die Sonne, hat er einfach auch das Gefühl, ja, einfach auch, sage ich mal, leichte, schöne Zeiten zu haben, wo ihr einfach auch viel Spaß habt. Ja, mit dir hat er schon sehr viel Spaß. Und gerade jetzt hier mit diesen ersten beiden Karten, wenn das ein Problem bei euch beiden ist, wie ich das eben beschrieben habe, dann kann es unter Umständen auch hilfreich sein, natürlich immer die offene Kommunikation, aber auch die eigene Verletzbarkeit zu zeigen. Das heißt, wenn du, sage ich jetzt mal, schaffst, auch deine Schwächen offen und ehrlich zuzugeben oder zu kommunizieren und du stehst aber auch dazu, jeder Mensch hat Stärken und Schwächen, dann zeigst du dem anderen, dass du auch nicht perfekt bist. Falls du jetzt hier in Resonanz gehst, dann machst du es dem anderen auch einfacher, festzustellen, dass nicht nur er denkt, dass er Schwächen hat, sondern auch andere Menschen Schwächen hat. Weil oft geht sowas eben unter, weil man nicht offen seine Verletzbarkeit zeigt und dann denkt man, der andere, der ist nur voller Stärken und der ist perfekt und der hat so eine harte Schale so ungefähr. Ja, das kann unter Umständen bei dem einen oder anderen dann bei euch helfen, um den anderen in die Sicherheit mehr zu wiegen, sage ich jetzt mal, ja. So, dass er nicht die Angst hat, du könntest ihn irgendwie als schwachen Mensch sehen,
obwohl er jetzt denkt, er hat jetzt so eine Fassade und du siehst ihn eher stärker, als wie er wirklich ist. So könnte das jetzt hier sein im Kartenbild, ja? Und das ist hier eben dann auch so diese Heilungsgeschichte, die hier in dieser Konstellation eben dann auch angegangen werden könnte. Und dann hätte nämlich eure Beziehung auch tatsächlich eine gute Chance, sag ich mal, da weiter zu machen, wo es nicht aufgehört hat oder wo es vielleicht noch gar nicht begonnen hat, sondern einfach, dass es gesund und offen und ehrlich dann bei euch beiden so fortan weitergehen kann. Ja, genau. Ja, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz damit gegangen seid. Und wenn euch die Legung gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder Abo. Dann macht's gut. Tschüss.